Ja, ich habe gemerkt, die letzte Folge ging doch ein wenig zu kurz, waren glaube ich nur 17, 18 Minuten. Deswegen will ich hier wieder auf meinen Standard von 25 normalerweise kommen. Aber zuerst öffnen wir hier die Tür und treten hindurch. Was kommt? Weitere verschlungene Gänge. War mir irgendwie klar. Ich will hier endlich raus. Lasst mich hier raus. Oh, wieder so ein. Wie ist er nochmal? Rektor. Dieser Rektor hier. Oh, auf meine Schützen geht der. Auf meine Schützen. Ja, das sind wieder zu viele. Raus hier. Der Rektor macht ganz schön Hammer Schaden. Schon. Aber jetzt wieder auf mein Esel. Das Maultier hat es aber auch nicht leicht bei mir. Überhaupt nicht. Oh. Ja, belebe es wieder, töte es, belebe es wieder, töte es. Und zack, zack, jetzt noch die Skeletons. Ja, gut. Haben wir auch erledigt, ne? So, weiter geht's. Und weitere Skelette. Schauen wir mal langsam um die Ecke. Und noch immer kein Boss. Ich möchte hier raus. Ich bin ein Held. Holt mich hier raus. Aus den Gittern kommen bestimmt wieder Spinnen. Oder auch nicht. Auch von hinten kommen ein paar Skelette. Ja, und so langsam steigen wir immer mehr auf. Ja, aber auf angreifen müsst ihr. Ach, da krabbelt jemand wieder. Gequälte Leiche. Wie sieht die eigentlich aus? Ach, wie ein Zombie bloß. Gequält, ne? So, so, da hinten ist noch eine Truhe. Kommt schon was Tolles drin. Eine Falle wieder, so Explosionsding, was uns kaum Schaden macht. Und auf jeden Fall wieder mit dem Heiltrank verschwunden ist. Zack und zack. Ich bin mal gespannt, wann der Zwerg kommt. Ich will den Zwerg in die Gruppe. Wie ich schon mal erwähnt habe, liebe ich. Also, ich mag Zwerge. Lieben ist vielleicht jetzt zu viel gesagt. Aber ich spiele gerne Zwerge. Die sind so schön ruppig. Ich habe auch bei Herr der Ringe zum Beispiel Gimli sehr gerne gemocht. Oder bei. Gott. Bei den Shannara-Romanen gab es diesen. Höndel, ja, den habe ich auch sehr gerne gelesen. Ich fand es relativ schade, dass in den Shannara. In der Shannara-Serie keine Zwerge da waren. Ich hoffe ja mal, dass die in. Dem Warcraft-Film sehr gut umgesetzt werden. Der jetzt aber auch bald in die Kinos kommt. Vielleicht lief er schon jetzt, wo ihr das Let's Play anschaut. Eine Weile. Oder gibt es jetzt schon auf Blu-ray, was weiß ich. Aber, ja. Gut, Fahrstuhl. Da ist noch was Eingesponnenes. Fahren wir mal runter. Ja, viel Technik irgendwie. Für so eine Mittelalterzeit ist das schon sehr fortschrittlich, muss ich sagen. Das sieht aus. Jetzt sieht's aus wie so ein Bossraum. Jetzt sieht's aus wie so ein Bossraum. Wie sowas von Zelda. Nee, noch nicht. Kommen nur noch die kleinen Minions nochmal. Wie lange müssen wir uns denn hier noch... Oh, Flamme. Oh, aber können wir ja eh nicht nutzen. Ja, bam. Da kommen noch ein paar Musas. Musas. Musa ist, glaube ich, ein Name. Irgendwie... Keine Ahnung. Aus dem orientalischen da Musa. Keine Ahnung. Hier war doch noch was, oder? Ja, Wiederbelebung. Die Zauber, die bringen bestimmt gut Kohle. Die nehmen wir immer mit. Filzhaube, normaler Hammer. Gold. Sonst ist hier gar nichts, oder? Doch, hier nochmal so ein Muska. Musoka. Nee. Muskrosa. So, jetzt hab ich's.
frage mich, wann wir wirklich hier durch sind. Das geht ja wirklich ewig. Also länger wie die Krypte, in denen wir mal waren. Mit den Gargoyles, ihr wisst schon. Wo es dann am Schluss diesen X-Men Gargoyle da gab mit den Laseraugen. Oh, da ist wieder so einer. Da ist wieder so einer. Gleich auf den. So. Wie das so schön zerspringt immer. Ja, und bin wieder irgendwie gestiegen. Na, es wird gehalten. Ich dachte, wäre wieder gestiegen. Ja, ja, ja. Dungeon Siege. Zack. Und... Zack. So. Hä? Hä? Wo ist denn hier noch jemand? Hier, greif doch mal an. Wir haben so viel wieder zu verkaufen. Da kriegen wir wieder massig Kohle rein. Und können uns hoffentlich neue Rüstungen kaufen, weil Heiltränke haben wir jetzt momentan, glaube ich, noch genug. Vor allem finden wir ja auch hier. Ja, seht ihr? Heiltränke, Mana-Tränke. Auf Mana-Tränke kann ich fast verzichten. Wobei unser Magier will ja auch was davon abhaben. Und noch eine Tür. Immer diese Türen hier in den Dungeons. Aber die halten wenigstens die Gegner ein wenig fern. Oh, 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 ja, ich hab's gewusst. Ah, guck mal, da ist das Zuhause von denen. Also im Gang. Guck mal, eine Truhe. Klein. Ne, kleines Hölzchen und Rundschild ist hier vorne. Und tot. Was ist das denn? Truhe, komm schon, was richtig Geiles. 43 Gold ist nicht so richtig geil. Man kann es gebrauchen, aber hier ist auch bestimmt noch eine. Der Zonk. Nee, da ist nichts. Kennt ihr noch den Zonk? Also, wie ist das? Geh aufs Ganze, genau. Habe ich damals immer sehr gerne geguckt. Wählen Sie Tor 1, Tor 2 oder Tor 3. Tor 1 ist hier, Tor 2 ist hier oder dickes Leder ist hier. Wir gehen aber mal hier durch. Ich suche aber alle Gänge. Da sehe ich nämlich schon einen Feind. Und eine kleine Truhe. Hat mir auch irgendwie ein Amulett mal eingesammelt? Doch, da muss ich jetzt gleich mal gucken. Irgendwo hatten wir ein Amulett. Hat es vielleicht schon irgendwie... Erde. Fügt 7... Das nehme ich hier. Ich bin der Hauptcharakter. Ich bin hier. Der nicht sterben darf. Also, der stibitzt hier einfach mein Amulett. Dieser glatzköpfige... Oh Gott, dieser Name immer wieder. Gjorn. Gjorn. Also so will ich auch nicht meinen Sohn nennen. Der ist ja fürs Leben gestraft. Woher kommst du? Ach, von hier. Na? Das ist aber jetzt ein langer Gang. Verzweigt hier. Ich laufe einfach mal nach rechts. Bei sowas fühle ich mich immer ziemlich unwohl. In so engen Gängen hier und auch in anderen Rollenspielen ist es so. Da weiß man nie, was einem erwartet. Und man kann sich da auch leicht verirren, glaube ich. Irgendwo finden wir schon wieder raus. Oh, ach, das wäre ein Gegner hier. Relativ großer, der uns irgendwie gefolgt ist. Ach, da sind noch mehr. Ah, hier ist eine schöne große Truhe. Wenn da nichts Magisches drin ist, dann weiß ich aber auch nicht. Ja, es ist ganz anders in anderen Hack'n'Slays. Da droppt am Anfang schon irgendwie Kurzbogen plus 20 und der Kurzbogen der Verfluchung und hier droppt in einer großen Beutetruhe geschwächter Kampfbogen, kleiner Gesundheitstrank und zerrissenes Leder. Das muss man erstmal bringen. Was hast du denn gefunden? Ja, du warst auf Beutezug. Ja, ja, ich habe da so ein zerrissenes Leder mitgebracht. Mann, 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 Mann. Oh,
Und tot. Hier draußen warten sie schon auf uns, wie es scheint. Oder nicht draußen noch in den Gang. Wie lange ist denn das hier? Das geht vielleicht nochmal genauso lang wie der Dungeon? Das wär's jetzt. Wo ist überhaupt unser Esel? Kommt der hinterher? Ja, da ist ein Nachbargang, steht er. Da steht er sicher. Da wird er nicht angegriffen. Unser Packesel. Ich denke mal, ein paar Mana-Tränke kann ich nachher auch verkaufen. So viele benötigen wir ja dann doch nicht. Oh, wie sieht's denn aus? Fackel anzünden? Bringt eigentlich relativ wenig. Jetzt bei Steam oder sowas oder im PlayStation Network, im Xbox-Dings da, wird es bestimmt irgendwie einen Erfolg geben, wenn er einmal alle Fackeln anzündet. Garantiert. Aber hier, das gab's ja damals hier noch nicht. Ich weiß gar nicht, Steam gab's damals schon. Jetzt greift er meinen Esel an. Jetzt greift er meinen Esel an. Na, und ein Dritt von ihm und weg ist er. Gab's überhaupt damals schon Steam? Ich glaube nicht. 2002? Nee. Ich glaube, Mitte 2000er ist das, glaube ich, aufgekommen. Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Müsste ich mal recherchieren. Das spiele ich ja hier. Dungeons League gibt es ja auch über Steam, aber ich spiele es gerade nicht über Steam, sondern noch auf Original-CD von damals. Dann zünden wir einfach die Fackel mal an. Ja, da hat er noch 3 CDs gehabt. CDs, nicht mal DVDs. Und die sind gerade nämlich alle eingelegt. Na, hier geht's wieder raus. Oh, und da sind 2 von denen. Spezialisten. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Ja. Das ist ein dunkler Muskosa. Oh mein Gott. Jetzt sehe ich ja gar nichts mehr. Shit. Ordus Axt? Ordus Axt? Ich bin doch gar nicht gestorben. Hatte ich Ordus Axt? Nee. Der hatte das. Und der ist tot. Ach, Gott. Hast du auch bestimmt wiederbeleben, oder? Wieder. Ja. Stufe 4 haben wir ja bald, aber wir hatten noch eine Schriftrolle, glaube ich. Hoffentlich. Wiederbelebung. Wir hatten. Ah, Wiedererwecken. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Jetzt muss ich wieder nur noch richtig die Steuerung rauskriegen. Zack. Kommt jetzt mal ein paar Schritte zurück. Ey. Jetzt langt's. Drecksäcke hier. So. Wegen das bin ich hier reingegangen. Wegen dem. Da hinten ist auch noch eine Truhe. Ausbeute bei Dungeon Sieg ist jetzt wirklich nicht. Was tragen wir denn plötzlich? Was tragen wir denn hier plötzlich? Hä? Sind das der Magier? Oh Gott. Ja, du trägst jetzt. Ja, schlag nur mit den Fäusten zu. Punch Club. Yeah. Und hier nochmal. Zack. Beschlagenes Leder. Lederstiefel. Der holt jetzt erstmal hinten alles. Was er verloren hat. Und dann rüste ich den halt nochmal aus. Ja, gut. Hast du das Beste wenigstens schon angezogen? Sieht wohl ganz danach aus. Ja, die anderen Sachen kann er eh nicht tragen. Gut, dann ist er wieder gerüstet und wir nehmen die stumpfe Klinge noch mit. Immer gut zum Verkauf. Würde ich mal wissen gerne, wo es hier weitergeht. Ich möchte hier wieder raus. Das ist wirklich beklemmend. Wir finden hier nochmal raus. Nicht, dass es dann nachher heißt, Edge Badge. Du kommst hier nicht mehr vorbei. Erstmal kommen wir daran vorbei. Da sehen wir schon wieder einen scheiß Totenkopf.
wie ein kleiner Irrgarten hier unten. Aber ich glaube, hier sind wir schon auf dem richtigen Weg. Richtig ranzoomen. Was meint ihr, lieber so spielen oder lieber so? Aber so ist ein bisschen, geht eigentlich WASD mitlaufen. Ne, da blendet mir nur was aus und ein. Ist ja blöd. Wobei, so, das reicht doch eigentlich, oder? Ja. Ja, ich habe was vergessen. Heilende Hände wieder reinmachen. So. Aktivieren. Guck mal, wir haben ganz schön viel Geld gekriegt. Jetzt so. So ist super, oder? Ist uns das nicht im Weg? Und wir haben mehr vom Bildschirm. Aber das sind wirklich verschlungene Gänge hier. Guck mal, da sieht es aus, als würde es rausgehen. Ja. Sieht so aus. Ja, hier geht's raus. Und weiter geht's hier mit Gemetzel. Wo ich zum ersten Mal diese Viecher, mit denen ich Bekanntschaft gemacht habe, war, glaube ich, Neverwinter Nights. Also der erste Teil, da gab es die auch schon. Und ich glaube, da habe ich sie zum ersten Mal so wirklich wahrgenommen. Und ich wette mit euch, hier stirbt das wieder jemand. Ja, komm, wir verpissen uns hier. Oh, ja, hier sind dann jetzt doch ein paar zu viele Gegner. Aber die spinnen, die kleinen Nerven. Die sind zwar mit einem Schlag weg, aber wenn man sich nicht um die kümmert, jetzt kommen sie auch hier. Blöde Bogenschützen. Der Esel ist gleich wieder weg. Packt hier. Komm schon. Was? Jadewasser, cool. Gibt's auch Beschwörungen? Wusste ich gar nicht mehr. Allerdings, ja, Kampfzauberer sind wir natürlich nicht. Hätten wir bloß wirklich auf Kampfzauber uns spezialisiert. Aber nein, wir wollten ja unbedingt Schild und Nahkampf. Jetzt haben wir hier ein Schild und Nahkämpfer. Aber keinen Kampfzauberer. Klasse. Naja, kann man nichts machen. Zack und zack. Irgendwann dürfte unter... Ja, ich wusste es. Kann keiner mehr aufheben. Ach doch, hier. Ich dachte eben schon, alles ist voll. Weiß nicht, ob der Esel was aufheben kann. Müssen wir doch wieder hier raus. Der Esel auch, wenn es droppt. Ich muss das mal ausprobieren. Probiere ich gleich mal aus. Weil der hat ja genug Platz im Inventory. Ja, Nahkampf. Es ist immer Musik in meinen Ohren, wenn da jemand steigt hier. Wo müssen wir hier hin? Wo müssen wir hier hin? Mal kurz Karte auf. Ach, guck mal, da geht's raus oder kamen wir von da? Gott, ich habe keine Ahnung. Sind wir im Kreis gelaufen? Ne, hier geht's weiter. Moment. Moment. Ach doch, wir sind, glaube ich, da irgendwie... Egal, wenn es da noch irgendwelche Schätze gibt, die lasse ich jetzt links liegen. Ich will jetzt einfach nur weiter hier. So, und du noch. Ich möchte eigentlich gerne mal hier raus. Habe ich, glaube ich, schon sehr oft gesagt. Ich glaube, jetzt ist von allen das Inventar voll. Ich werde es in eine Falle. Ich werde es in eine Falle. Ja, ich hab's gewusst. Tausende Gegner. Weg hier. Esel. Eselchen. Ach Gott. Der ist natürlich so wieder weg. Garantiert. Ja, ich hab's gewusst. Und du noch. Wieder nimmt wieder so einen Frostmuskoser. Also etwas. Ja. Alle auf den. Ja. Gut.
Ich hoffe ja wirklich, dass ich irgendwie noch ein Wiederbeleben habe. Sonst wäre das nicht so toll. Mein armer Esel. Was? So. Jetzt muss ich noch mal schauen. Also. Sorry fürs Motze. Halt's Maul da hinten. Ich wollte gerade gucken, ob ich eine Wiederbelebung habe, um meinen Esel hier ins Leben zurückzuholen. Bramo hat Stufe 8 im Nahkampf. Sehr toll, sehr toll. So steige ich schnell Level. Aber jetzt will ich erstmal schauen. Habe ich noch ein Wiederbeleben? Ich glaube, es sieht schlecht aus. Scheiße. Fuck. Nein. Oh nee. Wenn das jetzt der Fall ist, flipp ich aus. Der kann erst bei Stufe 4. Scheiße. Wiedererwecken. Wiedererwecken. Das ist wieder dasselbe. Mann. Mann. Wiederbelebung ist was anderes, ne? Ja, es geht auch zum Beispiel erst auf Stufe 5 hier. Das heißt, wir müssen den Esel erstmal zurücklassen, wie es aussieht. Und die ganzen Gegenstände. Aber eine Idee. Unser Typ hier ist doch bald, ja, ist bald eine Stufe höher. Das heißt, wir lassen den jetzt erstmal angreifen. Da steigt er bestimmt schneller. Deswegen nehmen wir mal Zap. Moment. Wie haben wir das nochmal gemacht? Auf W, ne? Ja. Nehmen wir Zap, genau. Greift jetzt mal erstmal damit an. Und wir schauen mal, wir können ja gleich dann nochmal zurück. Wenn der Stufe höher ist, können wir den Esel wieder erwecken. Und moin. Und doing. Und hier auf. Ich hoffe nur, dass es hier jetzt gleich wieder rausgeht. Jetzt hoffe ich nicht, dass es rausgeht. Na, sieht doch nach Endboss aus. Ne, hier sind noch ein paar Gegner. Sehr schön. Und jetzt hoffe ich wirklich, dass der steigt. Im Level. Das muss man öfter mal auf einer Karte benutzen. Ich weiß, wo ich bin, wo ich mich orientieren kann. Hier kommt wieder ein Haufen. Ja, ja, ja. Hetzt uns nur die meisten Gegner hier auf den Hals. Ist ja schon nicht schwer genug. Da muss ja schon jemand sterben. Wegen euch. Süßer Esel. Diesen will ich jetzt noch durchziehen. Ja. Würde ich jetzt noch durchziehen, die Folge, dass ich den Esel nochmal wieder erwecken kann. Aber die Zeit, die rinnt davon. Ring, mein Junge, meine Jungs. So, nochmal auf die Totenschädel. Und auf den Tod. Flatsch, wieder immer flatsch hier in 1000 Teile. Geile Animation, ne? Noch ein bisschen lächerlich, ja. Lederhandschuhe. Inventar ist voll. Bei allen? Ja. Jetzt hätte ich meinen Esel gut gebrauchen können. Wirklich bei allen? Ja. Oh Mann. Es zieht sich aber jetzt auch hier unten. Wann komme ich denn endlich wieder an die frische Luft? So, mir ist wirklich alles so erdrückend. Lange Lederhandschuhe. Lass es einfach ein bisschen was liegen. Das ist mir jetzt wurscht. Wurst auf Hochdeutsch, ne? Das ist mir Wurst. Ich neige ja öfter mal dazu, hessisch zu sprechen. Ich komm ja auch, ich bin ja auch gebürtiger Hessen. Ich komme nicht aus über das andere Land. Bundesland.
Ja, da, Halli, das Geld können wir uns aber mitnehmen. Dumpfe Klingen haben wir noch schon genug. Ja, gleich ist er. Gleich hat er das Level. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich habe ja noch niemanden mit so einem Level wieder erweckt. Also mit so einem, immer nur mit Spruchrollen. Nie so mit Zaubern. Was nennt man Mana-Trank? Passt mir da rein. Ich brauche meinen Esel. Ich brauche mein Packtier. Und ich brauche einen Heiltrank. Komm schon. Oh, hier ist eine gute Truhe. Die mache ich dann auf, wenn ich mein Packtier... Na, die mache ich gleich auf. Und lasse dann eher ein paar alte, verrottete Gegenstände hier, wenn hier was Gutes drin ist. Nein, war klar. Oh, hier ist nochmal so... ja. Hallo, meine Freunde. Seid ihr zu zweit mittlerweile? Nicht auf den Magier. Wenn der stirbt, habe ich Pech. Und, oh, da hinten kommen ja... Alles klar. Alles klar. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch wohl verarschen, ne? Das gibt's doch nicht. Ja, wir sind jetzt nur zu zweit. Aha. Wie erwecke ich die denn wieder? Kann ich die überhaupt wieder erwecken? Hier steht nix. Tot. Tot. Einfach tot. Okay. Ich glaube. Ja. Ich glaube, ich mache nochmal vom letzten Speicherpunkt aus. Spiele ich nochmal bis hierher. Das mache ich jetzt offline. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich mache das offline, damit ihr dann das nicht alles nochmal miterleben müsst. Ich versuche halt ein bisschen jetzt drauf zu achten, aber die sterben hier so schnell weg. Mensch. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir sind dann ungefähr wieder hier mit hoffentlich allen Charakteren. Werden wir sehen. Also, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Bis später. Ciao.